8-5. Das ist diese Welt, in der wir gerade sind und das Level, was wir jetzt spielen müssen. Denn 8-5, oh Gott, das ist ein Scoring-Level. Das kann ja heiler werden. Also, ich habe ja zwar nichts gegen Scoring-Level, aber... Das wird jetzt wirklich schon ein bisschen bremslich. Bremslich, ja. Brenzlig werden. Schon vor allem schon mit den ganzen Bomben, die hier sind. Ich habe mal zum Anfang kein Item mitgenommen. Beziehungsweise, ich hab's schon mitgenommen und ich hab's nicht gekriegt. So, die landen auch schon mal nicht bei mir. Ist doch gut. Der kommt jetzt genau da runter, wo ich ihn eigentlich nicht haben will. Denn ist auch genau bei mir. Den töte ich aber, indem ich auf den anderen Deppen werfe. Es gibt eine Halbzeitflagge. Gott sei Dank. Und dass der nicht runterfällt, ist ein Wunder. Okay, ich habe eine Halbzeitflagge. Gut. Ich bin jetzt groß, also einen Gegentreffer könnte ich mir rein theoretisch leisten. Aber so darf ich nicht denken. Sonst passiert es mir nicht, euch immer noch. Ich könnte echt halt. Oh nein. Okay, das habe ich jetzt gut gemacht. Ich weiß nicht, ob man dann nochmal einen Bomb-Om braucht. Für eine spätere Starcoin. Ich weiß es nicht. Ich bleib jetzt mal hier oben. Bis auf den letzten Drücker. Nee. Jetzt können wir zum Wunder fahren. Oben war erstmal nichts. Okay. Ich mache euch alle den Gar aus hier, Mann. Hä? Ich mache euch hier alle den Gar aus. Das könnte echt witzig werden, der jetzt mit das Starcoin. Okay, jetzt müssen sie aber auch erstmal alle kontern. Alle verdammten Vögel. Was ich tatsächlich gerade geschafft habe. Bitte hau ab, Lava. Lass mich da durch. Ich hab's geschafft. First try. Okay, nice. Ich dachte wirklich, hier sterbe ich jetzt mindestens einmal. Aber nein, wir haben es geschafft. Sehr gut. Dann geht's weiter mit 8-6. Ach, und das war das Level. Okay, an das kann ich mich tatsächlich noch teilweise erinnern. Mit der aufsteigenden Lava und so. Ja, das war schon ein ziemlich fieses Level. So. Und die Propellerpits wäre vielleicht in diesem Level echt gar nicht schlecht. So gut, dass wir einen kriegen. Und da ist der Propellerpits auch schon wieder weg. Propeller wird zwar vielleicht nicht schlecht in diesem Level. Und dann verschenkt er ihn einfach so. Okay, den Zweitsackern habe ich jetzt schon verpasst. So viel kann ich schon mal sagen. Aber es gibt wenigstens einen Checkpoint. Das ist gut. Als zweites Darkon muss ich auf jeden Fall gleich noch nachholen. Das ist ganz klar. Und hier muss man wirklich... Kann man nicht wirklich anders Zeit schinden. Jetzt läuft es noch einigermaßen akzeptabel. Das sind jetzt nur die 8 Red Coins, weil ich mir gerade mein Propeller-Pitch mit daher geschenkt habe. Okay, ich habe ihn. Oh shit. Okay, jetzt muss ich mich beeilen. So, hier ist die letzte Starcoin. Schon mal. Soweit ist die Lava hier noch nicht fortgeschritten, ne? Das dauert doch ein Stück. Weil ich habe die in Erinnerung gehabt, immer wenn ich da war, war die übelst schnell da.
Aber nö, das Level war doch wirklich easy. Wir haben zwar die zweite Starcoin verpasst, aber die werde ich gleich reinschneiden. Gut. Den Boss haben wir jetzt auch freigeschaltet und dann zeige ich euch die letzte Starcoin. Damit haben wir die zweite Starcoin. Okay, damit haben wir das. Und jetzt müssen wir nur noch den Secret Exit dieser Welt und den Toad holen. Er sich in den Level versteckt, wo wir schon zweimal waren. Oh, andere Formation. Ich denke mal, auch das wird kein großes Problem sein. Also wenn es eine andere Formation ist. Ja, das ist kein Problem. Perfekt. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal den Toad dieser Welt. Und machen dann das Level. Wie schnell hat sich eigentlich dieser Hothead da regeneriert? Wir haben ihn gerade besiegt und der ist schon wieder da. Läuft bei ihm. Ich denke mal, er wird unten sein, der Toad. Auf jeden Fall. Ja, der ist schon hier. Da kommst du jetzt her. Hallo, komm her. Toad? Sag mal. Magst du jetzt? Danke. Dann beschaffen bitte ein Item. Sehr schön. Was mache ich denn? Ich will ihn doch gar nicht schmeißen. Ich will da einfach nur durchrennen mit ihm. Okay, wir rennen jetzt einfach mit Toad durch. Dann kann ich eigentlich gar kein Problem darstellen. Glaube ich das. Dort gibt es hier ab hier dann eine zweite Chance. Wir kriegen sowieso nur One-Up, deswegen kommen wir uns wieder nach oben. Und sehr schnell weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn auch an Secret Exit bringen dürfen, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, wir müssen ihn immer in normalen Exit bringen. Okay, wir haben den Toad. Und dann können wir das Level verlassen. Und da bringt mir direkt 3 Leben, obwohl ich es ja nicht mehr brauche. Läuft also. Also wir haben auch diesen Toad gerettet. Dann gibt uns das letzte Mal ein Itemladen. Auf zur 8-7. Zum geheimen Level. Vom Ausgang, Geheimausgang in 8-2. Und es hat was mit der Knochenbahn zu tun. Das ist glaube ich sogar das einzige Level mit der Knochenbahn hier. Also, kann es ja nur geil werden. Und auch die Starcoins dürften, waren glaube ich fies versteckt. Zumindest einige. Ich glaube die ersten, die gingen sogar noch klar. Ich glaube die müsste auch sogar gleich kommen. Ich glaube, hier konnte man normalerweise rein. Aber dann habe ich mich doch falsch erinnert. Und es waren aus einem anderen Spiel das. Ich weiß es nicht mehr. Dann müsste doch eigentlich gleich die erste Starcoin hier kommen, oder? Ich würde dich gerade so blöd. Da ist er. Und ich springe natürlich drüber. Perfekt.
erstes Darkrun schon mal verpasst. Läuft bei mir. Und hier gibt es eine Halbzeitflagge und es geht draußen weiter. Wir machen erstmal weiter. Ich schneide euch die dann rein, wenn ich es geschafft habe, die zu holen. Weil sich jetzt umzubringen lohnt sich nicht mehr, weil wir schon Halbzeitflagge aktiviert haben. Okay, ich darf nicht labern. Da war die zweite Starcoin. Ich bin ach. Oh, Vorsicht und Absprung. Ah, hier ging's rein. War's doch also richtig, nur im falschen Abteil habe ich mich da erinnert. Es geht nach oben. Ah, da unten ist noch eine Knochenbahn, ich hab's gesehen. Ich glaube jetzt sogar hier runter. Und wir haben die dritte Starcoin. Wir müssen jetzt eigentlich nur hier auf den Bahnen hin und her wechseln. Mehr ist das nicht mehr. Und dann haben wir das Level auch schon geschafft. Gut, ihr müsst jetzt noch die erste Starcoin holen. Aber das ist nicht der Akt. Okay, erst einen dritten Versuch gekriegt, warum auch immer. Aber ich hab's jetzt. Okay, damit haben wir wirklich alles, also fast alles geschafft. Was ich jetzt noch zeigen will, bevor wir zum Boss gehen, möchte ich euch, dass ich euch alle Kanonen zeige. Von Welt 1 an, wo sie eigentlich alle hinschießen. Welt 1 Kanone schießt uns in Welt. Die Kanonen schießen uns immer in eine andere Welt. Und Welt 1 wäre es zu Welt 5. Genau so, so wird es aussehen. Kanone in Welt 2 schießt uns auch nach Welt 5. Die Kanone von Welt 3 schießt uns nach Welt 6. Die Kanone von Welt 4 schießt uns auch in Welt 6. Die Kanone von Welt 5 schießt uns direkt in Welt 8. Und die Kanone von Welt 6 schießt uns auch in Welt 8. Da Welt 7 und 8 keine Kanonen haben, ja, waren das alle Kanonen, die ich euch zeigen konnte. Und auch jede Kanone hat jetzt
seine rote Farbe gewechselt zur blauen Farbe. Das heißt, das zählt auch als ein normales Level. Halt ohne Starcoin und ohne alles. Und jetzt kommen wir zum Boss dieser Welt. Zum Luftschiff. Letztes Level. Das packe ich auf jeden Fall noch in den Part rein. So. Und zack. Auch hier müssen wir drei Starcoins finden. Was nicht einfach wird. Zumindest kann ich mir das vorstellen, dass es nicht einfach wird. Ah, und sie geben hier sogar einen, den Propellerpilz. Also man soll's auf jeden Fall mit dem Propellerpilz machen. Wenn man es nicht macht, ist man wahrscheinlich einfach nur gestört. Vor allem, wenn es um die Starcoins geht. Du kriegst hier echt häufig den Propellerpilz. Also früher oder später wirst du gezwungen, den zu nehmen. Was? Okay. Ich wollte eigentlich gerade sagen, du kriegst halt relativ häufig diesen Pilz. Und bin tot. Geil. Ich wollte eigentlich gerade sagen, du kriegst relativ häufig den Pilz dort. Aber dass ich jetzt sterbe, das ist ein Wunder. Ja, Wunder nicht, aber das ist schon kurios, dass ich gerade gestorben bin dort. Ja, du kriegst wirklich den Propellerpilz dort ziemlich häufig. Wenn man hier die erste Passage bringt, dir kein Propellerpilz, wenn du klein bist. Okay, gut. So, dann musst du aber auch gut getimed springen, um das zu erreichen. Und hier muss ich jetzt auch erstmal mit einem Pilz suchen. Das ist leider schlecht. Ja. Ich muss da kurz einen Pilz suchen. Zack, da ist er. Zack, dich. Als ob der mir jetzt schon wieder den scheiß Pilz genommen hat. Ah, die echte Krise. Okay, aber dann sieht man mal, wie es ist, ohne Propellerpilz das sich zu holen, alles. Warte mal, du kriegst. Ich bekomme von euch keine Propellerpilze. Nichts. Hier ist der Pilz drin. Okay. Als ob ich da jetzt reingesprungen bin. Kannst du mich erzählen? Hä? Wie sterbe ich dort? Ich werde nicht mehr berührt. Aber okay. Dann von mir aus. Okay, ich habe mich gerade mal kurz konzentriert. Da war ich gerade so leise. Jetzt müssen wir halt nur kurz warten, bis wir die Röhre erreichen. Und jetzt können wir nicht rein. So. Dann können wir uns ja endlich mal weiter konzentrieren und alles holen, was hier ist. Wäre bestimmt mal nicht schlecht. Okay. So, und dann einfach schon laufen. Und dann geht's wieder ins Schiff rein. Wir gerade mal auf der Unterseite des Schiffes. Gehen wir auf die Oberseite. Bringt das nur Münzen? Ja, das bringt nur Münzen. Okay, das brauchen wir das nicht. Okay,
Okay, das würde es an was anderes bringen. Okay. Hier kommen sogar noch gute Münzen nochmal zum Einsatz. Okay. Okay, ich hole mir einfach mal ein One-Up ab. Kein Problem. Dann fahren wir hier einfach mal durch. Okay. Hier gibt es auch nichts wirklich. Okay, doch, es gibt hier schon was. Und zwar eine Starcoin, die ich mir mal tatsächlich schnell und easy geholt habe. Ich glaube, für die letzte Starcoin brauchst du den Propellerpilz. Und du musst ja wirklich sehr viel drehen in diesem Level. Ja, für den letzten Starcoin brauchst du den Propellerpilz, der ist nämlich tot. Die letzte Starcoin ist tot, ich hab sie. Zack, tschüss. Aber nicht ich. So, was wird mir jetzt hier noch gegeben als Item? Eine Eisblume. Okay, dann nehmen wir die Eisblume. So, Propellerpilz bringt jetzt fast nichts mehr. Und tschüss. Okay, aber er nimmt, er hat jetzt eine große Clownskutsche. Das, was wir da machen können, einfach mal zack. Wir müssen jetzt nämlich diese Stachelkugel da auf ihn schmeißen. Okay, das könnte noch ein bisschen alter werden, aber wir haben ihn einmal getroffen. Okay, natürlich muss er seinen Flammen ausweichen. Zack. So, nee, Quatsch, ich kann das doch auslöschen, das Feuer. Genau. Nee, Mann. So einfach kriegst du mich nicht mit deinem Scheißfeuer da. Komm wieder her. Und zack, down. Einfachster Bosskampf ever. Kein Schaden genommen, er hat angegriffen. Mehr ist das nicht. Aber war das wirklich schon das Finale? Nein, war es nicht. Das Finale wird mich vertagt. Vertagt? Nee. Wird verschoben, sag mal so. Und zwar nach dort hinten. Das ist das richtige Finale. Episch. Speichern wir das ab. In der nächsten Folge geht das Finale los. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Bis dahin und ciao.